schreibe ihn seit Jahren eigentlich schon sehr am Herzen und ich habe sehr viel Zeit damit verbracht, auch Jahre vergehen lassen dazwischen, immer wieder mich damit beschäftigt. Ich habe selten so eine gemeinsame Energie entwickeln können mit jemandem. Die Chemie passt zwischen uns und es wäre super, eine CD zu machen. Und für mich war dann eigentlich ganz klar, dieses Stück auf jeden Fall zu platzieren, auf jeden Fall dazu zu nehmen. Das ist zwischen Jazz und atonalen Teilen und auch der Tonalität, die hereinbricht. Oder manchmal kommt auch der Humor nicht zu kurz, was sehr wichtig ist bei dieser Musik. Der Frage, was nehmen wir dazu, hat sich eigentlich ziemlich schnell Schostakowitsch-Sonate ergeben und eben auch das Stück von Berauer, von Johannes Berauer, den ich vor 2 Jahren kennengelernt habe, der ein junger österreichischer Komponist ist. Interessant war auch, Musik zu nehmen, die zeitgenössisch ist, die im 20. Jahrhundert entstanden ist, im späten 20. Jahrhundert sogar. Uns war wichtig, einen tonalen Bezug erstens einmal für uns zu haben und auch einen tonalen Bezug innerhalb der Musik zu finden. Sie experimentieren mit freitonalen Passagen, wie gesagt mit Jazz, Harmonie und bleiben aber immer in einer tonalen Sprache, die ich immer sehr ansprechend gefunden habe. Manchmal ist man ganz ausgelaugt am Ende der CD-Produktion und das war eigentlich am Ende der CD-Produktion was schade, dass es schon aus ist.